Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei The Sims 2, die 100 BB Challenge. Ja, ich sehe gerade, dass Paula eigentlich so ziemlich die Einzige ist. Nein, nein, ich wollte das doch noch mit Kuchen machen. Och nö. Ernsthaft jetzt? Okay, sie hat es ohne Kuchen geschafft. Passt, dann brauche ich keinen mehr kaufen. Dann ist er eh auch bald fertig. Dann brauche ich jetzt hier noch ein bisschen Spaß. Und zwar mitspielen. Wendy, wie geht's dir? Du kannst auch nochmal bitte einen Teller nehmen. Bevor du schlafen gehst. Alter, es wird immer so spät bei denen. Das ist voll heftig. So, du hast jetzt genug Spaß. Du gehst jetzt dann hier bitte aufs Klo, gehst es säubern, dann gehst du duschen und säubern und dann verwendest du deine Aknecreme und dann kannst du gerne schlafen gehen. Die kleine Paula. Okay, die räumt das auch gerade weg und er nimmt jetzt den letzten Kuchen. Nein, den vorletzten, okay. Dann nimmst du noch einen Teller. So, Reste weglegen. Aufräumen. Die liebe Omimi, die geht duschen. Sehr schön. So, und bevor du dann schlafen gehst, meine Liebe, kannst du ja eigentlich der Kleinen schon mal hier so Sachen beibringen, oder? Wie zum Beispiel das Töpfchen. Kannst du das eigentlich leer machen? Nee, geht nicht. Aber du kannst ja spülen, abspülen. Das geht schon mal. So, was ist mit dir, Stefan? Du brauchst Spaß. Dann spiel doch mal. Also, warte mal. Nein! Ich habe schon wieder versäumt. So. Viola an das Töpfchen gewöhnen, bitte. Reste nehmen. Spaß. Okay, weißt du was? Spaß. Bild verschwinden lassen. Ans Töpfchen gewöhnen. Die kleine Maus. Wo hat sie denn jetzt den Dreck hingelegt? Da hat sie ihn hingelegt. Kann nicht aufgehoben werden. Wieso? Dann räumt das bitte vorher noch weg, bevor du da irgendwas anfängst zu malen. Ey, komm schon. Ach, die Oma will da immer ständig was machen. Oma, geh schlafen, du bist schon müde und alt. Nein! Ans Töpfchen gewöhnen, bitte. Ja, das wird schon zu spät sein. Die wird schon zu müde sein dafür. Genau, du gehst malen. Ja, die ist schon zu müde dafür. Okay, gut, dann legst du Viola bitte einfach ins Bett. Dann kannst du den hier nochmal leeren. Genau, schwarze Haare, blaue Augen. Ist eigentlich eine coole Kombi, muss ich sagen. Also, ich hatte mal einen Schulkollegen, der ist leider Gottes, bevor er die Schule abgeschlossen hat, beim Motorradunfall gestorben. Ich meine, Schulkollegen. Ich sag mal so, Schulkollegen insofern, dass wir auf die gleiche Schule gingen. Viel zusammengetan haben wir eigentlich gar nicht, aber ja, Schulkollege, Schulkollege. Und ja, der... Oh, okay, jetzt haben wir hier ein Bäuchlein. Oh, wie süß. Oh, wie süß, okay. So, aber ja, wie gesagt, Schulkollege ist Schulkollege und der... Also auf den, muss ich sagen, hatte ich damals ein Auge geworfen, weil der hatte auch schwarze Haare und wirklich blaue Augen, schöne blaue Augen. Und ich muss sagen, die Kombi, die hat mich einfach nur gefesselt. Die hat mich einfach nur gefesselt. Und ja, also das hätte ich auch gern bei meinem jetzigen Freund. Ich meine, schwarze Haare hat er, grau meliert. Aber ist auch schon ein bisschen älter und so weiter. Und dafür, also wenn man sich so manche Leute anschaut, die gleich alt sind wie er und oder teilweise sogar jünger sind als er, die dann schon eine komplett weiße Matte haben, muss ich sagen, schaut er echt noch jung aus mit seinen dunklen Haaren. Aber gut,
Ja, und also bei ihm würde ich mir das auch irgendwie wünschen, weil es wird auch ziemlich cool ausschauen, aber er hat halt leider nur braune Augen. Oh, was willst du machen? Alles kannst du auch nicht haben, gell? Ja, ist zu schön, das Leben ist kein Wunschkonzert. So, schlafen, schlafen, schlafen. Du spielen, schlafen. Du bist jetzt auch fertig. Antonia hat Begeisterung für Kochkunst entwickelt. Wie das? Du schläfst. Du schläfst, du schläfst, du bist schon wieder wach. Und du, kleine Maus, du wirst auch schlafen. Geh einfach schlafen. Ach ja, genau, da oben haben wir ja unser Fitness-Ding, gell? I forgot. Wir haben ja da oben noch eine. Ich weiß nicht, die Treppe, die verwende ich irgendwie gar nie. Mein Haus besteht zwar aus 3 Etagen, ich verwende aber nur 2. So, genau. Zeit ein bisschen beschleunigen, das passt schon. Macht das Spiel eh von selbst. In der Zwischenzeit kann ich den letzten Schluck noch trinken. Und irgendwer ist wach. Ah, die Kleine ist wach. Ah, und die Oma ist auch wach. Sehr schön. Rauslassen. Nee, warte mal. Halten. Halten. Und Viola aufs Töpfchen setzen, bitte. William erhält Stipendium. Kann der überhaupt schon Stipendien? Nee, kriegt er nicht. Das ist ja doof. So, die Kleine muss jetzt aber erstmal dringendst aufs Töpfchen. Dann werden wir sie, denke ich mal, baden. Oder kann William seine Hausaufgaben selber fertig machen? Kann er selber fertig machen? Kann er selbst fertig machen? Die Fahrgemeinschaft. Ich hätte nur etwa 1 Stunde. Das ist schlecht. Aha, du bist auch schon wach. Okay, dann mach du mal die Betten. Sei so lieb. Und dann bist du so lieb und keine Ahnung, lässt hier irgendwelche Bilder mal verschwinden. So. Dann Viola baden. Ja, die gehört dringendst gebadet. Jo, ist die Lappe. Und dann kannst du hier selber mal malen, bitte. Oh Gott, ich hoffe, du schaffst es dann irgendwie noch, dass du aufs Klo gehen kannst oder so. Aber es ist wurscht, das ist wurscht, das ist wurscht. Wir schaffen alles. Irgendwie schaffen wir alles. So, Flasche holen für Viola. Aha, du bist dann auch bald aufgewacht. Reste nehmen. Okay, du musst arbeiten. Liebe Gisela, ach, du bist auch schon wieder wach. Wieso sagt mir das denn keiner? Gisela, du bist wach. So, Reste nehmen. Gisela sollte aber auch mal kochen lernen, gell? Alter, die können alle nicht kochen. Ich bin so lahmarschig, was das Kochen betrifft. William. William, William, William. Kreativität. Du könntest da eigentlich warte mal weitermalen, gell? Weitermalen, weitermalen, weitermalen. Ich habe keine Ahnung, wem die Bilder da gehören. Und das ist der Kle hier, da kannst du weitermalen, okay. Okay, warte mal, dann mal da gleich mal weiter. Lass das mal die Mutti dann abspülen. Okay, warte mal, dann kannst du hier säubern. Säubern, das machst du eh gerne. Ding. Ja, das mit dem Stipendium ist halt irgendwie kacke. Kriegst du schon ein Stipendium? Okay, du kriegst ein Stipendium, da kann ich. Du kriegst auch schon ein Stipendium. Okay, weißt du was? Reparieren? Scheiße.
Ach so, warte, du musst eh nicht. Okay, warte mal, reparieren. Reparier das mal bitte. Die Kleine kann hier erstmal spielen, bitte. Genau, du machst das sauber. Okay, und die Kleine kann dann mal hier sprechen lernen oder sowas, gell? Ich hoffe, du kriegst keinen Stromschlag oder. Okay. Jetzt müssen wir dich hier ein bisschen beobachten. Sprechen beibringen. Ich meine, ich hoffe mal, du hast den Stecker gezogen, gell? Weil. Digga. Ich habe mir ja jetzt auch überlegt, zwecks meinem PC, dass ich den nicht nur aufstocken werde, sondern ich denke, ich werde mir einen komplett neuen zusammenbauen. Weil dann habe ich auch das Gehäuse, was ich mir gerne vorstellen würde. Das Einzige, was ich halt noch am Überlegen bin, ich weiß nicht, soll ich dann gleich 64 GB RAM reinhauen oder reicht mir die 32, die ich habe? Ha, es ist beides meiner Meinung nach sehr viel, aber. So, Lebensmittel bestellen machen wir gleich mal und College für Stipendien bewerben. Ah, okay, das ist immer noch recht voll. Aber lieber zu viel als zu wenig. Ja, also einmal deswegen am RAM bin ich noch am Überlegen und dann bin ich noch am Überlegen, welche CPU-Kühlung ich am besten nehme. Soll ich einfach nur eine Luftkühlung nehmen, die ich jetzt sowieso verwende? Schau, jetzt bist du wenigstens schon mal ein bisschen glücklich. Sehr schön. Oder soll ich gleich eine Wasserkühlung nehmen? Ich weiß halt nicht so wirklich, was da am besten ist. So, warte mal, du hast hier dieses. Was machst du jetzt eigentlich? Spaß. Okay, Hygiene. Mal später weiter. Hygiene. Geh mal duschen. Dann musst du hier um ein Date bitten am besten. So. Lieferung annehmen. So, das ist voll praktisch, wenn hier drei Leute daheim sind. Die eine kann sich um die Kleine kümmern, die andere kümmert sich nur um sich, weil sie sonst das Kind verliert. Und ja, die dritte macht einen Haushalt. Sehr schön. Madame, Harntrang und Hunger. Du möchtest was essen, dann iss mal was, wenn du schon dabei bist. Du könntest aber auch was kochen, ne? Okay. Na, Bisibi, was ist los? Wieso geht es nicht? Weiter zubereiten. Ich weiß zwar nicht, was du dir da zubereitest. Okay, es schaut auch Müsli aus. Abstrakte Kunst. Oh. Oh. Warte mal, du hast eine 1 plus, du hast eine 1 plus, du hast eine 1 plus. Hallo, ich gehe zur Schule. Nein! Zur Schule gehen! Ich habe ihn voll übersehen, okay. Ah, okay, du richtest gleich für die ganze Family her. Auch nicht schlecht. Deine Schwester hat immer Hunger. Nee, warte mal, nicht deine Schwester. Doch, deine Schwester, ja. Genau, das war's. Deine Schwester. Jetzt gucke ich auch gerade mal hier. 2, 4, 6. 8 Sims haben wir derzeit in der Family und sie ist bereits schwanger. Das heißt, der Mod mit den mehr als 8 Sims funktioniert auch. Und ja, das ist eh voll spannend. Und Alter, die hat das Sprechen schon bald fast gleich gelernt. Fast gleich, ja. Ich meine, wäre eh nicht schlecht, aber ich glaube, wir müssen jetzt nochmal abbrechen. Nee, wir brechen noch nicht ab. Wir brechen noch nicht ab. Der Anrufbeantworter, okay. Dann probierst du es nachher gleich nochmal. Und Date bitten und dann kannst du gleich nochmal den anderen, den Juan, anrufen, vielleicht. Vielleicht. Vielleicht haut's hin. Bist du denn schon fertig? Nee. Okay, dann wirst du Juan nicht anrufen, sondern hier weiter essen. So. Jabla. Wendy hat heute frei. Sehr schön.
So, mal abspülen, Reste weglegen, Reste weglegen, Reste weglegen. Dann kannst du das gerne abspülen. Und dann darfst du gerne hier das Klo benutzen und das Klo säubern. Die Betten machen. Ist hier irgendwas zum Säubern? Nee. Und dann kannst du selber auch mal wieder weitermalen. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo du malst. Hier malst du, glaube ich. Dann bist du wieder voll. Ah, okay, deine Schwester macht ihr auch ein bisschen was. Sehr schön. Wegwerfen. Okay, die Kleine hat es gelernt. Sehr schön. Lalo, 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 lalo. Okay, warte mal. Leer machen. Komm schon, komm schon, komm schon. Mach weiter. So. Jupp. Aufräumen, die Kleine aufs Töpfchen gewöhnen. Und dann. Und dann kannst du mal aufs Klo gehen. Und dann probiere ich den Typen nochmal um ein Date zu bitten. Ansonsten ist es auch egal. Werden wir dann einfach den Typen hier anrufen. William hat einen Schulfreund mitgebracht. So, beschneiden. Die Kleine lernt... Oh, Harntrank, sehr schön. Das ist super. So, und dann kannst du Viola bitte ins Bett geben. Küssen. Du möchtest jemanden küssen. So, der Anrufbeantworter. Das ist richtig mies. So, dann werden wir mit ihm mal plaudern. Aber bevor du das jetzt machst, gehst du bitte aufs Klo. Wie sehen wir hier aus? Ist das endlich mal sauber? Wieso machst du das nicht? Benutzen. Alter, wieso geht das nicht? So, weitermalen, okay. Harntrang, Freunde. Okay, du musst jetzt zur Arbeit. Ha! Vollkommen wurscht. So, okay, dann wirst du einfach den hier nochmal um ein Date einladen. Wie wär's? Genau, ihn hier. So, und das habe ich jetzt wieder übersehen, oder was? Nach Hause. Tolle Idee, ich komme sofort. Sehr schön. Okay, dann brauchst du das auch nicht mehr machen. Leer machen, dann machst du das eben. Ciao, er ist eh schon da. Wunderbar. Aufräumen, Müll rausbringen. So, du möchtest ein Techtelmechtel mit Gisela haben. Mit Gisela sprechen. Reden, tratschen. Begrüßen. Oh je, das ist das dann, glaube ich. Hoffentlich kommt jetzt keiner vorbei oder so. Hoffentlich sieht sie das nicht. Nein, nein. Hallo, ihr zwei. So, mit Juan tanzen. Steh bloß tanzen. Mit Juan spielen. Weißt du was? Ich werde jetzt einfach mal mich hier entspannen. In der Hoffnung, dass du dann auch mit nachkommst oder so. Du, mein Lieber, du wirst es mal eben schnell hier benutzen, säubern, duschen. Und dann wirst du auch College für dich für Stipendien bewerben. Genau, du kommst eh schon hier hoch, sehr schön. Und dann bitte mitzumachen. So. Kuscheln und küssen. Ich weiß nicht, ob das ausreicht.
Oh, jetzt okay, normalerweise sollte es ausreichen. Wir haben jetzt schon 74 ab. Halloween steht vor der Tür und Antonia schneidert sich immer ihr eigenes Kostüm. Sie ist sich jedoch nicht sicher, ob sie es an Halloween auch zur Arbeit anziehen soll. Wenn ihre Kollegen kostümiert sind, wäre es lustig. Andernfalls würde Antonia auffallen, und zwar negativ. Soll Antonia ihr Kostüm mit zur Arbeit anziehen? Nicht anziehen. Verliert Begeisterung, toll. So, jetzt möchte ich das noch wissen. Weil wir werden ja wohl ein tolles Date haben, wenn wir einfach nur ein Techtelmechtel haben. Ich bin sehr froh, dass ich die Sportaktivität ausprobiert habe. Was hast du überhaupt ausprobiert? Aha, okay. Okay, ihr spielt miteinander auch nicht schlecht. So, was ist jetzt? Hallo? Wieso geht das nicht? Okay. Ich dachte eigentlich, dass das jetzt schon geht. Okay, küssen, rumschmusen. Vielleicht geht's mit ihm. Oder spielen, kitzeln, keine Ahnung. Warte mal, wie geht's denn überhaupt? Oh Gott, ich hoffe, das haut es dann gleich hin. Die Zeit läuft ab. Nein! Was? Nein, nicht das überprüfen, sondern hier, warte mal, bewerben. Flirten, streicheln. Okay, ich glaube, das mit dem Date wird irgendwie nichts mehr. Aber sie will jetzt auch ein Techtelmechtel mit Juan haben. Na bitte. Ohohoho. Alter. Okay, das war jetzt gerade in letzter Sekunde, oder was? Da, wo rennst du hin? Tuan, mitmachen. Hallo, ich bin bereit. Hallo, da bleiben. Oh. Na bitte. So, Juan, jetzt geht's ans Eingemachte. Und zwar ein Techtelmechtel. Und du, mein Lieber, du kannst dann. Okay, hoppala. Wir wollten ja die Kleinen schon rauslassen. Oh, ich muss dann mal dringend gucken, wie es der Dings hier mitbaden. Hunger. So, hör mal auf. Du wirst dann hier mal Reste nehmen. So. Großartiges Date. Okay. Was, sie ist nackt? What the fuck? Wieso ist die da nackt drin? Also zuerst erschreckt er sich voll. Rumschmusen. Ja, ich weiß, du hast Hunger. Gleich. Im Überfluss Hunger. Okay, ja, sehr schön. So, wir haben ein traumhaftes Date, das ist wunderbar. Hat 88 Simoleons nach Hause gebracht, das ist auch wunderbar. So. Rumschmusen. So, das wird er wohl hoffentlich jetzt noch ihren Dingen beenden, Jäger. So, dann beenden und sich verabschieden von Juan. Sehr schön. Oh, so. Gut, beenden. So, dann werden wir hier mal Reste essen. Bitte. Das ist dringend notwendig. So, was ist mit dir? Kannst du mit dir eigentlich schon irgendwas machen? Sich verabschieden, wegscheuchen. Weißt du, er erschreckt sich zuerst vor ihr, dass sie nackt im Ding drin hockt. Schau schon jetzt schon wieder. Mitbaden. Und dann badet er nackt mit ihr zusammen. So, du mein Lieber, du kannst auch mal hier benutzen und dich dazu gesellen. Und du solltest dich dann eigentlich auch mal hier ein bisschen benutzen, duschen und solche Sachen machen. Und dann so Reste essen.
Reste nehmen. So, was ist mit euch? Hier hingehen. Oh, die Kleine, die braucht auch was zum Essen. Viola, die Flasche geben. Hier, Flasche holen für Viola. Ach ja, Alter, so viele Sims. Aber man hat immer was zu tun. Ja, ich werde jetzt hier dann auch erstmal einen Cut machen. Wir werden uns dann in der nächsten Folge wiedersehen, würde ich mal sagen. Und ich meine, die gute Ding werde ich jetzt mal hier kochen schicken. Was? Wieso willst du schon wieder haben, dass sie ein Stipendium kriegt? Sie kriegt nur eins. So, die Kleine wird jetzt nicht hochgehoben. Die möchte bitte gerne vorher was trinken. Danke. Du kannst jetzt auch hier Reste nehmen, bitte. Danke. Und du, meine Liebe, keine Ahnung, setz dich hier mit dazu oder so. Vorerst. Und lass die Kleine mal essen. So. Du kannst auch hier benutzen, duschen und dann kannst du von mir aus gerne wieder schlafen gehen. Und du wirst auch was essen, genau. Und ihr drei badet nackt mit einer Frau zusammen. Oje. Da passiert schon wieder Kopfkino. So, könnt ihr euch miteinander unterhalten? Geht das irgendwie? Ja, wahrscheinlich nicht, aber ist ja wurscht. Gut, ich werde hier jetzt einen Cut machen. Wir sehen uns dann in einer neuen Folge wieder. Und ja, bis dahin sage ich erstmal ciao, ciao.